Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Jetzt mit einer kleinen Videoempfehlung, eine kleine Filmempfehlung. Ich mach's ganz kurz. Ich habe nämlich nicht sehr viel Zeit, aber ich habe euch ein Video versprochen für dieses Wochenende. Und jetzt, here goes nothing. Also, eine kleine Filmempfehlung von mir. Der Film heißt Jungle. Mit keinem geringeren als Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter, in der Hauptrolle. Und wir haben noch in einer Nebenrolle, haben wir Thomas Kretschmann. Worum geht es? Es geht um eine neue Truppe von Heranwachsenden mit 20ern, die in den Amazonas rein wollen, um da etwas rumzuwandern. Das machen sie und sie haben einen Tourguide und das ist, ist gespielt von Thomas Kretschmann. Dann gehen sie halt so rum und dann sind sie im Wald und im Dschungel und alles in Ordnung. Aber dann werden sie getrennt und es passiert ein großes Desaster und dann ist es so, dass Daniel Radcliffe komplett alleine ist. Er ist komplett alleine auf sich gestellt und er ist jetzt nicht wie Tom Hanks, dass er Wilson dabei hat, wie in Castaway. Nein, er ist ganz alleine und er muss jetzt zurück in die Welt. Und das erstmal zu schaffen, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und man merkt es, dass er extrem kämpft, dass er heim will. Und ja, das ist dann eigentlich der Plot. Das ist seine Journey nach Hause, zurück in die Welt. Und der Film ist grandios. Ich würde sagen, das ist ein sogenannter Slow Burn. Also die erste Hälfte vom Film, die schleppt sich ein bisschen und man denkt sich, okay, wie geht's jetzt weiter und was soll das Ding sein und TikTok on the clock. Aber in dem Augenblick, wo die Scheiße echt anfängt, when shit hits the fan, dann wird dieser Film sowas von intens. Also da gibt's ein paar Szenen, da hockt man dann da und naja, ich würde sagen, schnappt euch einen Teddybären oder sowas, in den ihr euch dann reinkuscheln könnt. Denn wenn der Film anfängt, richtig nach unten zu gehen, dann geht der auch richtig nach unten und der nimmt euch alle mit. Das ist ein Film, das ist so ein Survival-Flick. Also echt so richtig mega fett. Also eine große Empfehlung. Der Score ist geil, die Kameraarbeit ist super und allen voran, weil er hat den Film ja auch zu tragen, Daniel motherfucking Radcliffe gibt wahrscheinlich seine beste Performance der gesamten Karriere ab. Das ist ein großartiger Film. Also unbedingt anschauen. Und dann hätte ich noch auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt War of the Planet of the Apes angeschaut und ja, dazu kann man jetzt eigentlich nicht viel sagen, nur dass die Effekte unfassbar waren. Also echt unfassbar. Ich weiß, diese ganzen Affen, die sind da gar nicht. Das sind einfach nur, naja, Männer in so Spandex-Anzügen. Aber hey, der Film war klasse. Es gibt keinen War in War of the Planet of the Apes. Den gibt es nicht. Aber der Plot ist super und vor allen Dingen Andy Serkis ist großartig. Und ich finde es immer noch schade, dass jetzt Motion Capturing nicht so gewürdigt wird, wie es eigentlich gewürdigt werden sollte. Denn der Mann spielt ja eigentlich super. Da könnte man eigentlich eine neue Oscar-Kategorie aufmachen. Ich weiß, er ist dann bestimmt nicht der Best Supporting Actor oder der Best Man Actor oder sowas. Aber das muss man auch irgendwie würdigen, dass er diesen Affen einfach so grandios spielt. Und ja, der Score war natürlich auch super. Vom guten Michael Giacchino. Und der war auf jeden Fall klasse. Also das wäre auch eine Empfehlung. Ich weiß allerdings nicht, ob der Film jetzt die Zeit überdauern wird. Also man weiß es nicht. Das wären jetzt zwei kleine Empfehlungen von mir, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Also ich würde eher sagen, schaut Jungle. Ja, dann lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen. Schreib sie unten in die Kommentare. Habt ihr die beiden Filme gesehen? Was denkt ihr dazu? Also ich würde Jungle auf jeden Fall 8 von 8 geben und ich würde The War of the Planet of the Apes würde ich 5 von 8 geben. Gut, dann lass mich deine Gedanken wissen. Dann war's das jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmmann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.